Herzliche Grüße sende ich aus Köln. Mein Name ist Josef Holtkotte. Ich bin der Bundespräses des Kolpingwerkes Deutschland. Es gibt viele Gründe zu feiern. Zu einem wichtigen und besonders guten Grund möchte ich Sie heute einladen. Zur Feier des 200. Geburtstages von Adolf Kolping. Der große Sozialreformer, volksnahe Seelsorger, Publizist, Theologe, Priester aus dem 19. Jahrhundert, der uns noch heute so viel zu sagen hat, feiert seinen 200. Geburtstag. Viele Feiern finden ganz konkret vor Ort statt. Gottesdienste in den einzelnen Diözesen, vor Ort in den Kolpingsfamilien, in den Pfarreien, viele andere Begegnungen und Veranstaltungen. Sie sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Es lohnt sich, diesen Menschen kennenzulernen, der uns in unserer Zeit und für die Zukunft noch so viel zu sagen hat. In Kerpen, dem Geburtsort Adolf Kolpings, findet am 8. Dezember um 9.30 Uhr ein großer Gottesdienst statt. Am gleichen Tag, dem 8. Dezember, wird um 14 Uhr durch das Domradio weltweit ein Gottesdienst aus der Minoritenkirche, der Grabeskirche Adolf Kolping, übertragen. Nehmen wir uns Adolf Kolping als Vorbild. Für uns selber, für unser persönliches Leben, aber auch für die Zukunft unseres Glaubens, für die Zukunft auch unserer Gesellschaft. Herzliche Einladung zu seinem Geburtstag.